Sieben bekannte und vor allem gern gekaufte Osterhasen stellen sich einen Test. Alle haben sie eins gemeinsam, sie sind aus Milchschokolade. Nur welche Marke ist die beste und ist der Preis entscheidend? Um das herauszufinden, gehen die Hasen natürlich unverpackt ins Rennen. Weil schliesslich soll die Jury ja völlig frei bewerten. Und das ist sie, unsere Jury, der Morgenshow und Katharina Mistakidis von FM1, der TV-Redaktionsleiter Thomas Bächle, die Laila Akbarzada von FM1 Today und der Radiomann Felix Unholz. Alle fünf grosse Schokoliebhaber und Schleckmüller. Und vorab ist sie klar, wie ein Hase schmecken muss. Ein Schokihase muss für mich nicht zu künstlich aussehen, sondern einfach wie ein normaler Hase. Und er muss nach Schoki schmecken und nicht nach Zuckereile. Süß muss er sein, selbst auf jeden Fall. Nicht zu süß und vor allem, er soll nicht so nach Industrie schmecken. Das ist auch mal etwas, was ich nicht so gerne habe. Aber sonst, dass er süß ist, ist sicher das Wichtigste. Nicht nach Zucker. Also ich will, dass er nach Schoki schmeckt. Ich würde gerne ein bisschen Schoki schmecken, nicht noch irgendwie Zuckerfilm essen. Und auch nicht zu klebrig. Also wenn ich dann so am Gaumen am Schluss irgendwie noch alles habe, das mag ich nicht. Nicht allzu süß und was auch noch wichtig ist, dass er wirklich das richtige, den richtigen Schmelzgrad hat. Also dass er schön zergeht im Mund. Ich esse gerne klebrig. Also mich stört es voll nicht, wenn die Finger klebrig werden, wenn die Jockey verläuft. Und so ein bisschen geschmeidig, das ist noch schwierig zu erklären. Also so ein bisschen milchig und einfach so ein bisschen sanft. Bewertet wird nach klaren Kriterien. Und da ist nach dem Aussehen des Osterhasen das Bruchgeräusch entscheidend. Gut hören. Erst nachher geht es um den Geschmack. Zuerst mit der Nase, dann mit dem Gaumen. Für alle Punkte gibt es Noten von 1 bis 10, wobei natürlich das 10 das Beste ist. So begeistert ist die Jury vom ersten Hasen aber noch nicht. Es ist der aus dem Manor der Marke Pfister. Die Bewertung ist noch verhalten. Dass keiner darüber ausschüsst. Ich finde, du kannst zuerst darauf rumbissen. Nein, ich bin eben der typische Schoki-Lutscher. Bei mir muss es auf der Zunge vergehen. Von dem her finde ich es eigentlich gut. Solid. Solid. Gute Mitte. Nein, ja, mehr ist es nicht. Ich finde auch. Noch schlechter weg kommt der Hase mit dem Namen Faurina aus dem Lidl. Und das schon beim Aussehen. Also meine, ein Hase hat grosse Ohren, aber die sind ja extrem groß. Ich weiß es auch nicht. Also mir gefällt es. Ja, nicht. In die gleiche Richtung geht es beim Geschmack. Der Katharina Mistakidis, ihr Gesicht, sagt schon alles. Das sind die Süßen. Also wenn du wirklich ins Maul nimmst und das Gefühl hast, du nimmst einen Löffel Zucker ins Maul und alles klebt zusammen. Und das mag ich gar nicht. Noch schlimmer ergeht zum Hase Brandt aus Maldi. Auch wenn der lustig in die Welt schaut, das Urteil ist vernichtend. Das ist ein richtiger Kinderschocki. Hauptsache süß. Gar nichts. Du bist ein armer Kreis. Die Frage ist, es schlecht, wenn er nach nichts schmeckt. Ja, automatisch. Ja, mal einer schon. Ja. Kaufst du etwas, Futter ist etwas. Und hast nichts davon. Der ist nicht einmal fertig. Wer am Weg? Irgendwann musst du noch ein Salami essen oder so. Ich brauche nachher noch kurz Wasser. Der Start war also nicht so gut. Die ersten drei getesteten Osterhasen sind dann auf der Rangliste schlussendlich die drei letzten. Das Schlusslicht macht der aus dem Aldi mit der tiefen Note 2,9. Dann der aus dem Lidl, übrigens der günstigste. Und dann auf dem drittletzten Platz der vom Manor mit der Marke Pfister. Jetzt kann es ja nur noch besser werden. Das sieht wirklich aus wie ein Känguru. Der steht so da und irgendwie. Ja, Hase steht ja, aber das ist komisch. Ich finde, er sieht selber komisch. Schau dir mal von vorne an. Von vorne sieht er total verstörend aus. Von vorne ist nur ein Kampf. Verstörend. Ja. Gut, und du wirst auch gefressen. Ja, ich glaube, das ist halt. Aber es wäre wahrscheinlich ein Feldhase. Ja, ja. Ja. Das ist ein Wilder, oder? Das ist irgendwie so ein ausgesetzter, vergrenzter Wilderhase. Nach der Skepsis aber die grosse Überraschung. Ui! Oh, oh, oh. Das ist aber. Das ist ein Platz 10. Das erste 10 gibt es also für den Mikrohas von der Firma Frey. Und in die gleiche Kategorie kommt auch der, der zusammen ein goldiges Mäntelchen hat. My favorite. Schlicht. Einfach.
Es ist voll abstrakt. Aber er sieht doch langweilig aus, ne? Nein, überhaupt nicht. Nein, er hat alles, langweilig. Was er braucht. Er hat rundige. Er ist mega modern. Er hat kein Fell, der ist geschoren, der ist nackt. Jawohl. Ja, auch nicht so schlecht. Für das, dass es so klein ist. Wir auch. Ja, auch so, so genau. Ja, ja. Dass es so klein ist und so lernen kann. Natürlich. Gut, klein. Klein, genau, morgen Joe. Und so sitzt dann auch der Spruch zum Nächsten. Ich stehe eigentlich auf solche, die nicht mehrfarbig sind. Ja, Mäschli finde ich eh ein Zeichen. Mäschli finde ich eh immer so ein Zeug. Wieso haben Frauen bei der Unterwäsche immer so komisches Mäschli? Mäschli sind so unnötig. Aber die anderen gefällt er und auch geschmacklich kommt der handgemachte Osterhase von der Confiserie Rockwiller sehr gut weg. Auf der Rangliste schafft er es noch vor dem Migros und der Lindtas, ist aber von allen sieben mit 9,80 Franken auf 100 Gramm auch der teuerste. Der absolute Gewinner ist aber der aus dem Coop, gemacht aus Max Havelaar Schoki. Er kriegt Gesamtnote 5,2. Eine Entscheidung, die nicht für alle klar war. Nein, nicht unbedingt. Also erstens bin ich ein Mikrokind. Nein. Aber ich sage, das habe ich mir eigentlich gar nicht so überlegt. Also ich bin relativ unvoreingenommen da drin. Und ja, ein Stück weit erstaunt es mich, dass jetzt genau der ist. Aber der hat wirklich so ein bisschen die perfekte Mischung gehabt und hat halt alles so ein bisschen erfüllt, was ich mir von einem Hasen erhofft. Und dementsprechend ja, habe ich ihn am höchsten bewertet. Ja, also wenn ich jetzt für Familie und Freunde Schokihasen einkaufen gehe, werde ich schon ein bisschen auf das Testresultat schauen. Es hat einen ganz klaren Favorit bei meinen Kollegen, der jetzt nicht mein Favorit war. Ich hätte einen anderen gekauft. Aber weil ich jetzt gesehen habe, dass alle anderen hier so Fans sind von dem Havelaar-Hase, werde ich den wohl kaufen für meine Freunde. Ja, mich freut der Gewinner-Hase, wenn ich ehrlich bin, weil das ist der Hase, den ich kaufe und verschenke. Ich habe nicht geglaubt, dass die anderen Max Havelaar-Hase auch gerne haben, weil ich von vielen einmal gehört so, die Schocke ist doch nicht fein, aber wir sehen jetzt im Blindtest, sie ist fein.